Jetzt hätte ich gern den Redner von der MFG, da bist du. Bitte, mach noch eine Rede und nichts drüber. Darf ich mich kurz vorstellen? Ja. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin der Walter Joe aus Weibring, der Ortssprecher. Der Ortssprecher von der MFG Weibring, der Walter Joe bin ich. Jetzt ist Folgendes. Die Demos sind gut, recht. Das ist auch wichtig. Ja, ist wichtig. Auf der anderen Seite versuchen politische Gegner, uns natürlich auch dingfest zu kriegen. In Weidring findet jetzt auch in ein paar Tagen ein ganz interessanter Vortrag statt. Ich habe einigen das auch erklärt, um was das geht. Und zwar das Thema Verschwörungstheorien, ein gesellschaftliches Problem. Und da spricht ein Hochschulprofessor, Magister Klaus Oberhauser, Pädagogische Hochschule Tirol. Was glaubst du, was die vorhaben? Die haben natürlich vor, uns in bestimmte Richtungen als Schwurbler und Rechtsextreme und so zu richten oder hinzudrücken. Wir haben jetzt aber beschlossen im Hintergrund, wir werden natürlich erscheinen und diesen Herren natürlich unbequeme Fragen stellen. Man kann es so sagen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und hoffe, dass dementsprechend Leute auch im Bezirk bereit sind, zu uns zu erscheinen. Und ja, weil wenn man das Feld offen lässt. Wir wissen ja, es gibt nur eine Meinung laut Regierung. Und die eine richtige Meinung, aufgrund von diesen Herrschaften haben wir uns ja so weit gebracht, dass wir auf der Straße stehen. Wir kämpfen für eine freie Meinungsäußerung. Wir kämpfen für eine freie Welt. Und das ist uns wichtig. Und nicht diese Systemtreue. Wir dürfen hinterfragen. Stattfinden dort das in Weidring am Freitag, den 4. November um 20 Uhr. Jeder, was will, ist auch herzlich eingeladen. Diese Veranstaltung findet im Pfarrsaal in Weidring statt. Wichtig ist nur, wenn solche Veranstaltungen gemacht werden, dass wir auch präsent sind und aufzeigen, dass diese Einheitsmeinung, was diese Herrschaften da vorbringen und uns in ein schiefes Licht drücken wollen, dass das nicht stattfindet, dass die Gesellschaft aus mehreren Bereichen besteht und dass es eine freie Meinungsäußerung gibt und die sich jeder auch selber ein Bild machen kann von dem. Ja. Würde ich sagen, es passt. Ja, okay. Dankeschön.